Hallo, ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crash Bandicoot 4 It's About Time. Und wir wollten weiterspielen bei Blinde Passagiere. Let's play. Ich hoffe, diesmal wird es nicht so aufregend für mich. Ihr wisst ja, ich neige dazu, gerne mal den Controller gegen die Wand zu schmettern. Beziehungsweise bin ich oft kurz davor. Ich glaube, wir steuern auf den Spaltgenerator zu. Aber wir wären viel schneller mit dem. Was zum Tonner? Ich werde euch in dieser Dimension nicht auch verlieren. Ich erledige das. Aber wir sind ein Team. Hey, was war los? Ja. Passagiere? Also, hey, wo ist denn mein Kraut? Ah, das habe ich zu spät gesehen. Oh, das war aber knapp. Das fängt ja schon gut an. Alter, was ist los? Das war aber gemein mit dem Feuer da oben. Geschafft. Hey, ich bin schon wieder kurz vorm Ausrasten, ne? Das hat gerade erst angefangen, das Spiel hier, das Level. Ich frag mich echt, was die sich dabei gedacht haben. Wie weit möchten wir unsere Spieler denn ärgern? Ja,
Die sollen schon so auf 180. Versteckten Edelstein gefunden, immerhin. Ich könnte schwören, ich hätte mein Kart hier geparkt. Oh, ich wollte gerade einen Bauchplatz da unten auf die Kiste machen. Aber na klar doch. Noch 20 Mal. Ich spiel's noch 20 Mal. Alles klar. Da oben war eine Wumperfrucht. Die wollte ich mir noch holen. Ey, die haben es auch wieder so gut geschafft, mich aggressiv zu stimmen, ne? Ich verstehe das nicht. Immerhin habe ich die Wumperfrucht. Das ist das sechste Kart, das hier gestohlen wurde. Meine Frau bringt mich um. Bonus-Level. Reinschauen kann man ja mal. Nitro ist nicht gut. Nitro ist nicht gut für mich.
Hier komme ich doch wieder nicht weiter. Ich krieg es einfach nicht. Okay, hier aber schon. Aber... das ist wieder so ein... Ganz schön raffiniert gemacht. Ja, wie soll ich denn darüber kommen? Geht doch. Geschafft. Na gut, das Level ging ja noch. War nicht ganz so schwer. Aber ein, zwei weniger hätte man ruhig hier ablosen können, finde ich. Nur ist es so. Oh, da geht's auch noch weiter. Versandfehler.
Versandfehler wollten wir weiterspielen. Ich schau mal, was das hier ist. Na, falsche Richtung. Crashlandung. Gehe ich mal beim Versandfehler rein. Ich muss das Schiff finden. Hätte ich doch nur nicht die Teleportfunktion meines Blasters durch einen Haartrockner ersetzt. Wieder ein versteckter Edelstein. In letzter Zeit finde ich die aber häufig. Ach, wie lustig. Oh, den habe ich übersehen. Ach, kommt schon, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich habe ihn doch getroffen. Das ist aber nicht einfach hier. Geht doch. Ach ja, dann spiele ich das nochmal, weil es so einen Riesenspaß macht. Und nochmal und nochmal und der Controller, der wird fliegen. Ich sehe es kommen. Irgendwann mal fliegt er gegen die Wand. Irgendwann mal kann ich mich nicht mehr beherrschen. Man muss bedenken, der kann keinen Doppelsprung ausführen. Er kann nur einen Hechtsprung machen.
Oh, das ist aber wirklich nicht einfach. Da haben die sich auch wieder was Raffiniertes einfallen lassen. Halleluja, ich bin gleich wieder soweit. Ehrlich, ich bin gleich wieder soweit. Das kann es doch nicht sein. Was haben die sich da dabei gedacht? Natürlich, noch 10, 20 Mal. Das macht doch so eine große Freude. Ist ja nicht so, dass meine Hände schon wieder am Schwitzen sind und ich wieder kurz davor bin, das verdammte Teil gegen die Wand zu schmeißen, ja, die Steuereinheit. Bis zum zweiten bin ich jetzt schon gekommen. Dann schaffe ich es auch bis zum dritten. Fragt sich nur wann. Das war knapp. Halleluja, ich raste gleich echt aus.
Was haben die sich dabei nur gedacht? Ganz ehrlich, ich möchte denjenigen, der das hier programmiert hat, einen Klaps auf den Hinterkopf geben. Halleluja, Halleluja! Das ist doch die reinste... Ich sag nichts, ich sag nichts. Es ist nur ein Spiel. Johnny bleibt ganz cool. Einfach cool bleiben. Den Controller fest umschlossen mit den Händen. Wird er nicht gegen die Wand gepfeffert. Schon wieder. Immer an derselben Stelle. Warum komme ich da auf diese dritte Plattform nicht, verdammt nochmal? Ich bin so wütend. Jetzt war ich auf der dritten Plattform und bin nicht komplett rübergekommen. Da bei dem Spiel wirst du beklopft, weil du das immer und immer wieder holen musst. Da kommt natürlich Frust auf, ist doch klar. Jetzt habe ich mich selbst zerschossen und kann das Ganze nochmal von... Sorry, Freunde, ich muss kurz in mich gehen, ne? Ich bin echt... Ich habe den Controller schon so... Ihr kennt das ja, den PS4-Controller und die ganzen... Von der ganzen PlayStation-Reihe. Die sind ja halt so... Ja, handlich. Und man hat ihn ja in der linken und der rechten Hand und... Man versucht den so zu drehen... Das habe ich früher öfter gemacht und manche haben dann wirklich einen Knacks bekommen. Da braucht man schon viel Kraft für. Aber darum soll es auch nicht gehen. Diese Wut, die in einen aufkommt. Das ist wirklich unbeschreiblich. Das ist nicht mehr schön. Ich feiere das nicht mehr, ganz ehrlich. Was haben die sich dabei gedacht? Ich möchte demjenigen so gerne einen Klaps im Nacken geben, ne? Einen Schlag im Nacken. Der sich das hier ausgedacht hat. Ja, und je öfter ich das versuche, desto mehr verkacke ich jetzt natürlich. Weil ich sowas von wütend bin. Ich könnte das alles so kaputt schlagen hier. Ich meine, ist ja schön, wenn das schwierig ist. Aber wenn das so gut wie unmöglich zu schaffen ist. Das ist lächerlich, ist das. Ist ja schön, wenn die das ein bisschen schwierig gemacht haben und sich sagen, ja, das soll ja nicht so schnell durchgespielt werden. Aber dass man kurz davor ist, irgendwas in seiner Wohnung zu zertrümmern. Naja, ich weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so gut. Immerhin habe ich den Checkpoint erreicht. Das ist ja schon mal was. Ach ja, hier geht's dann weiter.
Die haben den Schwierigkeitsgrad so krass erhöht. Dass man wirklich davor ist, irgendwas zu zertrümmern in seiner Bude. Ist doch nicht mehr normal sowas. Schön ist das nicht. Ich sag dazu nichts mehr. Ich reg mich auch nicht auf. Ich sag dazu nichts. Ihr seht das ja. Und den ganzen Kram wieder von hier aus. Ja, weil es so viel Spaß macht. Nochmal. Das freut mich doch. Alter. Warum haben die das so... Ich wette, das geht jetzt auf das Ende des Spiels zu. Und die haben sich da gesagt, so, da machen wir jetzt mal eine Schwierigkeitserhöhung von 100%. Ich bin wirklich kurz davor, gleich weit kaputt zu schmettern vor Wut. Ich glaube, das wird jeder von euch verstehen, glaube ich. Das kann es doch nicht sein. Ich bin Fix und Foxy.
in 10, 9, ich hätte bei 3 anfangen sollen. Startet! Was bin ich froh, dass ich das geschafft habe, bis hierhin. Okay, dann spielen wir mal als Crash weiter. Ah, das kenne ich doch irgendwoher. Das hatte ich doch schon mal. Na klar. Mann, warum fällt er denn jetzt runter? Das ist sowas von bescheuert manchmal. Leute. Die kriegen mich echt noch fix und foxy hier. Bevor ich das Spiel überhaupt komplett durch habe, habe ich schon, wer weiß wie viel Controller am Ende kaputt geschlagen. Nee, ne? Wieder von vorne. Also, die haben es wirklich drauf angelegt, dass man irgendwas kaputt schlägt. Vorrangig natürlich den PS4-Controller. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also, wenn man hier nicht... Ich halte jetzt die Klappe, ganz ehrlich. Ich raste gleich ehrlich aus. Ich bin jetzt ruhig. Mensch, warum fällt der denn jetzt plötzlich runter? Wie bescheuert haben die das gemacht? Ich möchte demjenigen so gerne einen im Nacken reinklatschen, dafür ehrlich. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, mal soll's klappen und mal nicht.
Boah, dieses immer wieder von vorne spielen, ne? Da kriegst du echt zu viel. Du wirst da total kirre bei. Was haben die sich dabei nur gedacht? Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt hat das fast perfekt geschafft. Sonst fällt der 3-4-mal hintereinander runter. Verstehe ich auch nicht sowas. Ich verstehe das einfach nicht. Nee, ne? Boah, das muss doch mal ein Ende nehmen. Das kann es doch nicht... Dieses verdammte Level riecht mich sowas von auf. Das kann es nicht sein. So, viele Versuche habe ich bei dem einen Endgegner gebraucht. Aber nicht in einem normalen Level. Die wissen genau, wie man einen auf 180 bekommt, ganz ehrlich. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen, ganz ehrlich. Geht doch. Warum nicht gleich so?
Aber wieder. Guck mal. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich habe ihn doch anvisiert und erwischt. Die haben es echt drauf angelegt. Ich merk das doch. Ich hab das Checkpoint. Ich hab die Checkpoint-Kiste schon gesehen. Das ist ja mal was. Ein Desaster nach dem anderen hier. Ich verstehe es nicht, was auf einmal los ist. Der Schwierigkeitsgrad ist so in die Höhe gegangen. Ich bin so wütend, dass ich nichts mehr hinbekomme. Ihr seht das selber. Also ich reiß mich schon megamäßig zusammen. Wenn ich jetzt kein Video drehen würde, hätte ich die Konsole ausgeschaltet. So, beim Video will ich das ja natürlich nicht beenden oder einen Cut machen oder den Controller zerschmettern. Das ist doch... Das, ich halt die Klappe, Freunde. Ich sag dazu nicht. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich reg mich darüber sowas von auf. Zu Anfang war es echt okay mit dem Spiel. Schwierigkeitsgrad okay. Aber das... Man muss es doch nicht übertreiben. Ich bitte euch. Was ist denn das? Boah, was bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Auch wenn ich hier megamäßig oft verkackt habe. Aber das war wirklich das Schlimmste. Das Schlimmste bisher. Fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ich hoffe, in der nächsten Folge wird es besser. Ein, zwei Level wird es dann wohl noch geben. Ihr könnt gerne mega fettigen Daumen nach oben da lassen, auch wenn ich hier am Ende ziemlich verkackt habe. Aber das war mega schwer. Richtig krass. 100% Steigerung in der Schwierigkeit. Also ganz ehrlich, fürchterlich. Fürchterlich. Wie gesagt, lasst gerne mega fettigen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren, das kostet nichts. Und ja, dann sage ich mal, bleibt alle gesund. Ich wünsche euch Wohlstand und Gesundheit. Macht keinen Unsinn und bis zur nächsten Folge. Dann gibt's die Crash
Landung. Okay, euer Johnny Fettfinger. Macht's gut. Ciao, ciao.